Leute, willkommen. Und wie ihr sehen könnt, bin heute mal wieder im Merchantsee Hamburg als LKW-Fahrer. Wir haben ja ewig nicht mehr LKW gefahren. Und natürlich das Beste hier. Ich hoffe mal, am Juwelier steht keiner. Wir haben leider immer noch den hier. Ich habe es tatsächlich zeitlich nicht geschafft, zur Aufnahme den hier zu bekommen. Ich habe natürlich mein Bestes gegeben. Auf jeden Fall haben wir den bald irgendwann mal. Vielleicht tue ich dann offscreen ein bisschen weitermachen, weil noch ein Video vom LKW-Dingsbums kommt erstmal nicht, bis ich halt den neuen LKW habe. Weil ich will halt jeden LKW ausprobieren, das gleiche halt auch wie beim Bus. Da kam ja jetzt vor ein paar Tagen dieses mit dem Taxi. Da kommt noch ein Video, denn da gibt es noch ein Taxi, also so ein Mercedes, so ein kleineres. Und da mache ich auch nochmal ein Video zu. Und dann kommt vom Taxi Simulator, vom Taxi-Dings und LKW-Dings nichts mehr. Es sei denn, ich habe irgendwie noch Bock. Aber mal gucken. Da werde ich dann auf jeden Fall erstmal weggehen und ein bisschen ein bisschen Polizei noch aufnehmen und sowas. Damit ich ein bisschen XP farme und Feuerwehr auch, ne? Also ich werde dort auch ein bisschen XP farmen und dann Autos fahren mit euch. Aber das seht ihr dann später. So, dann einmal hier rein. Zack. Geht ihr nach hinten. So. Zack. Dann fahren wir hier einmal durch den ADAC. Mhm. So. Ist auch Nacht, ne? Müssen wir mal das Light on machen. So. Zack. So. Dann fahren wir mal rechts rein. So, und dann müssen wir, glaube ich, sogar geradeaus fahren. Ja? Ja. Fahren durch den schnellen Tunnel. Jetzt wird's rot. Perfekt. Kacke wird jetzt auch noch rot. Oh, es zählt tatsächlich nicht als Durchfahren, ehe ich mit dem kompletten Dings drüber bin. Krass. Okay, okay. So, jetzt kann ich fahren. Let's go, go, go. Go! Dann fahren wir einfach mal. Let's go. Warum ist jetzt schon wieder Codierung überlastet? Das ist nur ein Kack-Roblox-Spiel, was keine 100 Millionen FPS braucht. OBS. Also OBS ist gefühlt das dümmste Dingens, was ich je gesehen habe, weil es einfach so dermaßen anzeigt, Codierung überlastet. Junge, dann soll OBS das mal hinbekommen, dass es nicht passiert. Aber ja. Ahnt du dieses Drecksteil auch nicht? Jetzt. Da steht immer noch, Codierung ist überlastet. Okay, Leute. Dann fahren wir. Oh, hier fährt gerade der Zug drüber. Kann man vielleicht auch eventuell hören. Also, Leute, falls es leckt, es liegt einfach an diesem Kack-OBS. Also, ich glaube, ich muss da mal ein Feedback denen schicken, dass das. Also, das ist ja komplett kacke hier. Man kann damit nicht aufnehmen. Obwohl ich einen guten PC habe, ne, müsst ihr wissen. Vielleicht ist auch irgendwas Falsches eingestellt, aber ich habe eigentlich alles eingestellt, was irgendwie in irgendeiner Art Weise falsch sein könnte. Und warum ist eigentlich mein LKW gelb? Ich habe den orange gehabt. Okay. Ist ja auch egal. So. Dann müssen wir jetzt nochmal links. Hallo! Geh weg, du Kackpolizist. Meine Güte.
Ach, stellt er sich jetzt da hin oder was? Fünfzig Office 1, ja. Müssen wir hier einmal drehen. Könnte sein, dass jetzt hier gleich ganz mit Polizisten kommt. Ja, da hört man sie doch schon. Ah, er wurde einfach festgenommen. Böser Geschlecht. Habt ihr eigentlich den neuen Parkhaus schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Also Leute, die auf jeden Fall Immersion Zerbrüch zocken, ja. Okay, jetzt war hier die ganze Straße, aber ist mir eigentlich relativ egal. Oh Leute, ich habe schon so harte Kopfschmerzen die ganze Zeit. Das ist ja scheiße einfach. Jetzt fährt dieses Drecksteil auch nicht. Also die Immersion Zerbrüch mit Entwickler müssen auf jeden Fall an die Autos auf jeden Fall arbeiten. Definitiv. Also die Autos sind so kacke. Also die kacke sind nicht, aber ich meine einfach, wenn man irgendwie in die Kurve steht, dann gibt da kein Gas. Also das ist extrem nervig. Aber sonst ist eigentlich alles geil. Muss man einfach mal sagen, ne? Sie haben die Entwickler gut für Arbeit geleistet. Wie schnell darf ein LKW fahren? Ich glaube nur 95, ne? Also auch km/h haben es richtig eingestellt. Gut, gut, gut. Gesehen davon, dass hier diese Steilung Dingsbums ein bisschen kacke ist. Warum steht er hier mitten im Weg? Und warum lenkt dieser Kack-LKW so spät? Oder ich habe schon gelenkt, da fängt er jetzt erst an. So. Also es gibt auch ein paar Dinge, die einfach nur kacke sind bei dem Spiel, aber was soll man noch erwarten? Was auch kacke ist, dass es hier irgendwie so aussieht, als würde es die ganze Zeit laggen. Leute, also bei mir laggt es nicht. Es liegt einfach an dem Spiel, ne? Also, es laggt eigentlich nicht. Aber es fühlt sich so an, als würde das Spiel laggen. Versteht ihr, was ich meine? Hier, wenn ich Gas gebe, seht ihr, das hängt manchmal. Egal. So, diese Strecke mache ich jetzt noch zu Ende. Ey, es ist so nervig, dieses Game. Ich hasse es. Meine Fresse. Es reicht, wenn man einmal hupt. Komischerweise kann das Auto jetzt doch, LKW auf einmal doch 130 fahren. Ey, diese Lenkung, ich hasse es. Also die Lenkung ist so derbe Kacke. Das kann man echt in die Tonne kloppen. Die Lenkung kann man echt in die Tonne kloppen. Also an der Lenkung hätten die auf jeden Fall arbeiten müssen. Das ist halt ganz ehrlich und das ist auf jeden Fall nicht geil. Also da sind die anderen Spiele, die jetzt nicht so beliebt sind, definitiv besser daran. Also muss ich ehrlich sagen. Die sind definitiv besser als der Drecks hier. Aber naja. So. Dann einmal hier rechts. So. Das soll der Office sein. Ist doch kein Office, also. Wirklich. Naja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Wir sehen uns.
im nächsten Video. Also, euer Sam. Ciao, ciao.